schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute gibt es den ultimativen Vergleich TM5 gegen TM6. Was kann er mehr als der alte? Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Gehäuse an. Der Varroma ist gleich geblieben bei beiden. Ihr seht aber, glaube ich, schon einen differenzierten Unterschied und zwar hier dieses kleine iPad, nenne ich das mal. Und zwar habt ihr hier das komplette TM5-Menü. Ihr habt unten auch diese Wählerleisten drin, das haben wir hier nicht. Also wir haben wirklich alles komplett in einem, ja, ich sag mal, Tablet integriert. Beim TM5 hatten wir ja hier die kleine Anschlussleiste, wo jetzt der Cookie drin sitzt oder halt alternativ die Chips, die man am Anfang hatte. Und das ist hier komplett ausgespart worden. Man sieht es noch ein bisschen vom Gehäuse, ist aber nicht mehr funktionsfähig, weil halt, wie gesagt, alles über dieses Display läuft. Ich habe mal kurz die Varroma abgebaut und wir kommen zum nächsten Zubehörteil. Und zwar gibt es einen komplett neuen Spatel beim TM6. Ich glaube, ihr seht das schon. Wir haben hier eine ganz flexible Seite, das, was sich jeder eigentlich immer gewünscht hat, damals zum TM5. Wir haben hier so ein grünes Bändchen eingebaut und ich würde fast sagen, ist der länger. Wir vergleichen das Ganze mit dem TM5-Spatel. Ja, er ist einen Tacken länger, wie ihr seht. Der ist natürlich schon gut benutzt worden. Die Manschette hat sich etwas verändert, wie ihr seht. Und halt, wie gesagt, diese Flexibilität ist einfach das, was wirklich fehlte. Auch der Griff ist etwas, ja, ein bisschen dünner geworden. Aber ansonsten haben wir hier denselben Einhakenmechanismus, den wir sonst kennen von dem Garkörbchen, den wir brauchen. Was ist neu? Ihr seht es, glaube ich, schon beim TM6. Hier haben wir einen Spritzschutz, nennt sich das Ganze. Und zwar einfach für diese ganz neue Kochfunktion, wenn man anfängt zu braten. Jetzt schauen wir aber auch mal ins Innere rein. Der Deckel ist gleich geblieben. Und wir haben hier beim TM6 ein Garkörbchen mit Deckel. Das kannten wir vom alten Thermomix noch nicht, vom TM5, denn da sah das Ganze nämlich so aus. Es war offen für Reis oder sonst irgendwas, konnte man das immer gut nutzen. Aber man hatte halt nicht so, ja, ich sag mal, so einen Deckel drauf, dass man zum Beispiel sein Sous-Vide, dass es nicht hochgekocht ist oder sonst irgendwie was. Das ist schon eine ganz praktische Erfindung. Dann den Messbecher, da haben wir diesen hier. Den musste man immer festhalten, wenn man den Deckel abgemacht hat. Da hat Vorwerk mitgedacht und hat einen ganz neuen, ja, einen ganz neuen Messbecher erfunden. Der kommt gerade aus der Spülmaschine, da sind nur so ein paar Tröpfchen dran, seht ihr. Den könnt ihr jetzt mittlerweile auch einhaken, wie ihr seht. Ihr habt hier zwei so kleine Verschlussmechanismen, dass ihr den einfach nur so in den Deckel reingebt. Ich zeige euch das. So sieht das aus. Und dann bleibt er halt. Das ist mega praktisch, finde ich. Jetzt kommen wir mal zu den inneren Werten. Wir haben wie immer hier diesen Wähler, da wo wir drauf drücken können. Dann seht ihr schon, wie sich der TM5 einschaltet. Und beim 6er ist der ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen moderner geworden. Das Programm, wie es sich hochfährt, ist auch wieder anders, wie ihr seht. Wie ihr hoffentlich seht. Hier seht ihr nicht viel beim TM6, glaube ich, weil es ziemlich dunkel ist. Das andere seht ihr ein bisschen besser mit den drei ganz normalen Wählkreisen. Und hier habt ihr die drei Wählkreise integriert, aber zum Beispiel ist es ganz schön zu zeigen, hier bei dem Linkslauf, seht ihr, das habt ihr halt hier noch manuell anzutippen und das habt ihr hier schon wieder mit in diesem, ja, ich sag mal, Tablet mit drin. Was natürlich auch mega cool ist, ist die Wiegefunktion, ihr habt die ja im Topf mit drin. Hier könnt ihr einmal schauen und dann haben wir die Wiegefunktion hier, müssen wir einmal rüber switchen, das finde ich mega genial, tippen auf die Waage. Und im Thermomix 6 hat man jetzt tatsächlich die Möglichkeit, in 1 Gramm Schritten zu wiegen. Das heißt, wir wiegen jetzt einfach mal unseren Spatel. Hier, wie gesagt, 5 Gramm. Der wiegt 90, nee, der ist hier auf dem Dings drauf. Der wiegt 95 Gramm. Wiegen wir den jetzt hier, bin ich mal gespannt, was passiert, wiegt er tatsächlich nur 94 Gramm. Also ganz, ganz, ganz genau diese Waage. Das war ja eigentlich das, was immer so fehlte. Vielleicht habt ihr es hier jetzt auch schon entdeckt, einfach diese Modi beim TM6. Da könnt ihr einfach mal drauf schauen. Und zwar habt ihr hier zum Beispiel so ja, einzelne Funktionen, sei es Teigkneten, das konnte natürlich der Thermomix 5 auch schon hier unter diesem kleinen Kästchen. Die waren aber geschlossen in sich. Jetzt könnt ihr immer wieder, es kann sein, dass ihr halt nachts ein Update kriegt und habt wieder eine neue Modusfunktion drauf. Jetzt habt ihr hier zum Beispiel Wasser erhitzen, wenn ihr wirklich Nudeln kochen wollt oder sonst irgendwas, ihr könnt ihn jetzt vorspülen lassen für euch, ihr könnt pürieren, ihr habt Slow Cooking, das ist ja wohl mal mega geil, ich werde auf jeden Fall Pulled Pork da drin ausprobieren, ihr habt Sous Vide, ihr könnt aber auch fermentieren,
Also eine ganze Menge und da soll wohl noch so einiges zukommen. Ich sag mal, beim Thermomix TM5 war es das auch. Ihr konntet natürlich über diese App hier von Cookidoo euch die Rezepte draufschicken, die dann kochen. Jetzt habt ihr das Cookidoo quasi direkt auf dem Thermomix. Das heißt, ihr wischt einmal rüber. Jetzt sagt er mir an, was möchtest du heute kochen? Was möchten wir denn heute mal kochen, Schatz? Pudding. Pudding? Keine Ahnung. Also ihr könnt halt einfach was reingeben. Zum Beispiel hier Pudding, da kommt zum Beispiel Pudding Oma Erna, Creme Brûlée, Mousse au Cappuccino. Also ihr sucht euch alles raus. Ich finde es halt mega cool, auch so eine Resteverwertung, wie es früher in dieser Rezeptwelt war. Das war ja, wo jeder irgendwie selber was eingeben konnte. Und jetzt hast du halt einfach die Möglichkeit, ich habe Champignons zu Hause, gibst du es ein, auf einmal sagt dir alles mit Champignons, wie du das so, deine Reste aus dem Kühlschrank, sag ich mal, verwerten kannst. Mega cool. Die Frage aller Fragen, kann ich die alten Töpfe auch für den TM6 benutzen? Natürlich nicht. Ich meine, das ergibt sich, glaube ich, irgendwie von alleine, wenn man jetzt 160 Grad hat, die man halt wirklich erhitzen kann und dass das halt einfach nicht funktioniert. Er soll aber auch leise sein. Ich würde sagen, wir testen das Ganze mal und lassen den hier mal kurz so 5 Sekündchen auf voller Stufe laufen. Das hört sich sehr schallig an, das Ganze, finde ich, dieses Soundmodul. Während wir hier, wenn wir den muss ich raus, und dann lassen wir den auch mal 5. Der Regler ist ein bisschen schwerer zu bedienen als der alte. Das heißt halt, ich glaube, das ist für ungeübte Leute sehr gut, weil die nicht einfach durchdrehen, sag ich mal. So, und jetzt gehen wir mal auf die Stufe 10. Okay. Ich sag mal, von der Lautstärke her erkenne ich keinen Unterschied. Ich finde nur, dieses Wimmeln ist wesentlich angenehmer vom TM6. Gucken wir mal, was sich in den Einstellungen getan hat. Und zwar könnt ihr mittlerweile halt wirklich, neue Klingeltöne für den Thermomix erstellen. Jetzt nicht, aber ihr habt hier drin, hier haben wir den Signalton. Und jetzt haben wir zum Beispiel die Gitarre. Dim, 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 dim. Eine Mandoline. Und natürlich unseren Standardton. Oder so, den finde ich ein bisschen nervig. Also ich bleibe immer beim Standardton. Ich mag den total gerne. Ich habe mich dran gewöhnt. Ihr könnt aber auch die Lautstärke halt variieren. Entweder ganz laut oder ganz leise. Das finde ich total super. Denn manchmal nervt es tatsächlich ein bisschen, wenn man gerade mal eben nicht die Hände frei hat, um den auszuschalten. Deswegen finde ich das echt prima, dass man den jetzt halt auch ein bisschen leiser stellen kann. Das Ausschlaggebende, glaube ich, für den TM6 ist natürlich die Anbratfunktion, so, die der TM5 einfach nicht hatte. Allerdings könnt ihr diese wirklich nur im Cookidoo benutzen. Das heißt, also wenn ihr jetzt so manuell kochen wolltet, geht es wiederum nur bis Varoma. Denn es ist einfach ein Sicherheitsmechanismus von Vorwerk, weil man ja doch dazu neigt, immer wieder reinzuschütten in den Thermomix. Und bei einem Tropfen Wasser in heißes Öl verdunstet, glaube ich, irgendwie 1 Liter Wasser. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich möchte euch da jetzt auch keine Physikformeln oder sonst irgendwas erklären. Aber der Druck wäre einfach zu groß für den Topf. Und bevor halt was passiert, haben die das halt wirklich für die automatischen Rezepte, die sie selber wirklich auf Herz und Nieren getestet haben, freigegeben. Genau, also so könnt ihr bis da rum und ihr habt aber auch kleinere Einstellungsstufen, zum Beispiel für Sous Vide oder so. Ihr habt 115 Grad, 110, 105, ihr seht so diese Einstellung 98 Grad, 95, wir haben aber auch zum Beispiel die 60 oder 65 Grad halt gerade für Slow Cooking und bei der Zeit auch 1er Schritte wieder. Den Linkslauf aktivieren wir jetzt über dieses kleine Knöpfchen und dann seht ihr halt, dass der aktiviert ist, sobald dieser kleine Pfeil erscheint. Ich bin jetzt hier nochmal ins Menü gegangen und zwar könnt ihr halt hier auch wieder eigene Rezeptlisten erstellen. Die sind halt einfach ein bisschen größer. Die haben sie mal verglichen, den Thermomix TM5 mit diesem Commodore-Computer. Ich weiß nicht, wer kennt es noch, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und das ist halt so quasi das iPhone unter den Küchengeräten. Also keine ganze Menge mehr, ist kein geschlossenes System mehr. Ihr könnt ihn immer wieder bespielen, beziehungsweise wird er von Vorwerk natürlich bespielt. Und ich bin echt gespannt, was da noch so für Sachen auf uns zukommen.
Da seht ihr mich mal wieder. So, mein Fazit möchtet ihr bestimmt wissen zu den beiden Küchenmaschinen. Warum habe ich mir die geholt? Was finde ich besser? Braucht man den unbedingt in TM6? Also ganz ehrlich, ich liebe ihn. Das Technische ist einfach so viel vereinfacht worden. Die haben sich wahnsinnig Gedanken gemacht. Es ist alles auch viel besser zu sehen, ne? Wenn ihr das mal vergleicht, die beiden Bildschirmdisplays. Es ist einfach so für die Augen auch ein ganz anderes Sehen. Wie gesagt, das ist alles so noch so ganz so unaufgelöst, sag ich mal. Während ihr hier halt wirklich so ein, ich weiß nicht, ob es ein HD-Display ist, aber es wirkt halt schon so auf mich. Und natürlich die Anbratfunktion ist ein ganz klares Muss für mich gewesen. Es fehlte mir halt nicht immer bei allem. Es wurde viel ersetzt in den Gerichten beim TM5, aber es ist schon schöner, sag ich mal, wenn ihr eure Zwiebeln angebrannt habt oder euer Hackfleisch oder so. Es schmeckt einfach ganz anders. Ich glaube, da werdet ihr mir alle zustimmen. Und das fehlte halt die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum der so schnell auf den Markt gekommen ist. Da hat ja wirklich gar keiner mit gerechnet. Ich erzähle euch mal so eine kleine Anekdote. Und zwar saß ich auf einer Geburtstagsparty. Und auf einmal kriegte ich so Fotos davon. Ich war, nein, das ist ein Fake, das ist ein Photoshop. Und dann habe ich halt mal nachgehakt und er ist wirklich rausgekommen über Nacht. Das ist echt der Hammer. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Und natürlich musste ich ihn mir zulegen als eingefleischter Thermomix-Fan. Also ich kenne das echt schon so über 20 Jahre aus meiner Familie. Meine Oma hat zum Beispiel noch den zweiten Thermomix. Also das ist halt ganz witzig gewesen. Und dann habe ich mir halt irgendwann mit dem TM5 habe ich halt angefangen. Ja, und bin seitdem echt im Thermomix-Fieber echt verliebt. Also ich bin Mama von 2 Kindern und ich glaube, jeder kann es verstehen. Ich bin auch noch arbeiten, mache, wie gesagt, noch YouTube, habe ein Pferd. kann das, glaube ich, nachvollziehen, dass man da wenig Zeit zum Kochen hat. Und wenn ich da einfach abends alles reinschmeißen kann, klar, müsst ihr noch ein bisschen schnibbeln natürlich, aber jetzt nicht mehr so, wie als wenn ihr sonst kocht. Und ich kann in der Zeit mit den Kindern schon mal Hausaufgaben machen. Ich kann mit den Kindern spielen oder so, einfach die Zeit halt wertvoller verwenden, als wirklich am Herd zu stehen, sag ich mal. Ne? Und ich bin da jetzt auch nicht so eine eingefleischte Köchin. Also ich kann kochen natürlich, bedingt durch meinen Beruf. Beziehungsweise mache ich es auch ab und zu gerne, wenn ich Zeit habe. Aber in der Regel habe ich halt einfach keine Zeit. Und deswegen ist es halt einfach eine super Erleichterung im Alltag. Wie gesagt, mein persönliches Fazit ist, ich muss ihn einfach haben. Was ich einfach mal so ein bisschen in den Raum werfen würde, ist, dass der schon sehr technisch ist. Also sehr, ich sag mal, schon was für Leute, die auch mit dem Smartphone umgehen können. Ich sag mal, für meine Omi oder so wäre das jetzt nichts oder für meinen Opi. Das heißt nichts, vielleicht arbeiten die sich auch rein, aber ich glaube doch, dass die mit dem Alten dann noch besser fahren. Aber ich sag mal, für jeden Technikbegeisterten ist der Thermomix TM6 auf jeden Fall ein Muss. Und ich bin noch nicht mal so technikbegeistert, aber ich bin einfach mega angefixt und ich freue mich so. Falls ihr mir bei Instagram nicht folgen solltet, da auch heiße ich auch Testy Tasty, da seht ihr zum Beispiel immer die neuesten Gerichte, die ich ausprobiere und auch so ein paar Kochfunktionen. Ja, ich probiere mich natürlich gerade selber so aus. Ich habe ihn auch ganz neu bei mir in der Küche halt. Und ja, ich bin auf jeden Fall mega begeistert, wie ihr beim Lachen, glaube ich, schon ansehen könnt. Und ich spekuliere da jetzt einfach mal, das sind Sachen, die ich gehört habe. Ich weiß nicht, ob es passieren wird, aber dadurch, dass es kein geschlossenes System ist, sollen wohl tatsächlich auch so kleine, wie so YouTube-Tutorials da erscheinen. Ich sage jetzt mal, du willst ein Brezel backen, machst es über dieses Cookie-Doo und dann zeigt er dir wohl irgendwie, wie du so ein Brezel legst und so in so einem Video. Wie geil ist das bitte? Also schon allein deswegen brauchte ich den. Oder das soll halt auch irgendwann kommen, dass du die Personenzahl umrechnen kannst. Es war ja immer so geschlossen, dass du sagtest, das Rezept ist jetzt für 6 Personen, das Rezept ist für 4 Personen. Und das soll bekommen, dass dir das manuell halt automatisch umrechnet, nicht manuell. halt, du sagst halt, du bist Single oder kochst halt für 2 Leute, 3 Leute und kannst es halt einfach umstellen. Wie geil wäre das bitte? Also das finde ich mega. Sehr durchdacht alles bei Vorwerk. sehr, sehr, neue Innovationen. Die haben auf ihre Kunden gehört. Das waren ja so die Kundenwünsche eigentlich immer, was die so eingebaut haben. Finde ich super, dass die da nicht nur irgendwas auf den Markt bringen, was die halt gerade für Hype oder was weiß ich finden, sondern wirklich halt auf ihre Kunden hören. Aber ich glaube, dafür steht Vorwerk auch so, sei es mit Saugern oder sonstigen. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleiner Vergleichstest, kleiner, gefallen. Zum Preis will ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil sich das bei Vorwerk ja immer ändert. Also aktuell liegt der hier bei 1.359 €. Da kann man ja diesen Partyrabatt noch verrechnen. Und der ist noch bis Ende März zu kaufen für 1.299 €. Wie gesagt, da ändert sich ständig was. Wenn ihr das Video jetzt später sehen solltet oder so, dann hat er vielleicht schon wieder einen anderen Preis. Deswegen kann ich da gar nicht, wollte ich jetzt nicht so sehr auf den Preis halt einfach eingehen.
Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Ansonsten hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Video ein oder guckt halt einfach mal hier in die zwei Videos, die ich euch hier verlinke. Ich sage tschüss und bis dahin, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Eure Laura!